Auch im zweiten Jahr seiner Amtszeit sind die internationalen Zustimmungswerte von US-Präsident Trump verheerend. 25 Länder haben die Meinungsforscher des Pew Research Center untersucht. Nur 27% der Befragten gaben an, dem US-Präsidenten zu vertrauen. 70% misstrauen ihm. Andere Staats- und Regierungschefs bekommen da viel bessere Werte. Kanzlerin Merkel etwa genießt das Vertrauen von 52% der Befragten weltweit. Frankreichs Präsident Macron vertrauen 46%. Deutlich weniger Menschen haben Vertrauen in Russlands Präsidenten Putin. 30% sehen ihn positiv. Immerhin liegt der Kreml-Chef damit noch vor dem US-Präsidenten. Die schlechten Umfragewerte von Trump trüben auch das Bild Amerikas. Nur noch 50% der Befragten weltweit haben eine positive Einstellung zum Land des amerikanischen Traums. Der größte Ansehensverlust hat in der Trump-Ära in Deutschland stattgefunden. Obama genoss am Ende seiner Amtszeit das Vertrauen von 86% der Deutschen. Das sank mit Trump erst auf 11 und nun auf 10%. Überraschend ist, dass Merkel in einigen EU-Ländern größeres Ansehen genießt als in Deutschland. Während zu Hause 68% der Menschen Vertrauen in die Kanzlerin haben, sind es in den Niederlanden beispielsweise 85%. Das niedrigste Ansehen dagegen genießt Merkel in Griechenland mit 15%.